Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video, in dem wir uns anschauen, was die Insider von US-amerikanischen Unternehmen so machen. Insider sind Vorstandsmitglieder von diesen Unternehmen und diese Mitglieder sind verpflichtet, ihre Käufe oder Verkäufe von eigenen Unternehmensaktien zu protokollieren. Und daraus kann man jede Menge Auswertungen machen. Bevor ich in die Materie einsteige, lesen Sie bitte den Disclaimer, den finden Sie unten in der Videobeschreibung. Was Sie hier sehen, ist eine Analyse von Sentiment-Trader namens Corporate Insider Buy-Sell Ratio. Worum geht es dabei? Es ist relativ einfach. Man sieht hier auf dem oberen Teil des Charts den Verlauf des S&P 500 über 10 Jahre und darunter eine blaue Linie, die so zwischen einem niedrigen und einem höheren Niveau pendelt. Es gibt eine grüne Linie und es gibt eine rote Linie. Und diese blaue Linie misst einfach das Verhältnis zwischen den Käufen und den Verkäufen von diesen Insidern. Und einfach gesagt, je höher diese blaue Linie, desto mehr dominieren die Käufe von den Insider und je niedriger diese blaue Linie, desto mehr dominieren die Verkäufe von den Insider. Anders formuliert ist es so, dass die Vorstandsmitglieder eher zuversichtlich sind, was ihre eigenen Aktien betrifft und vielleicht auch was die Marktkonjunktur betrifft, wenn diese blaue Linie hochnotiert oder steigt. Und sie sind eher pessimistisch, wenn diese blaue Linie sehr, sehr niedrig notiert. Und man sieht tatsächlich hier an dieses Beispiel, als der S&P 500 Mitte März 2020, also nach dem Corona-Crash, wenn ich ihn so nennen darf, die Insider die Chance genutzt haben, sich mit eigenen Aktien einzudecken. Da haben sie massive Käufe getätigt und ein extrem hohes Niveau, das höchste Niveau hier über 10 Jahre quasi. Und haben natürlich hier ein sehr gutes Timing gehabt, weil sie dann von dieser Aufwärtsbewegung profitiert haben. Sie haben allerdings relativ schnell auch wieder ihre Bestände abgebaut. Also man sieht dann auch, dass die Verkäufe dann irgendwann schnell wieder dominiert haben, bis Anfang 2022, als die Korrektur an den Märkten beginnt. Und diese Korrektur war wieder der Anstoß für neue Käufe oder neue Zukäufe auf der Insider-Seite. Da sieht man sehr schön, wie im Zuge dieser Korrektur, die bis Ende 2022 ging oder sogar Anfang, ja doch ungefähr bis Ende 2022, wie die Insider dann ihre eigenen Aktien wieder gekauft haben und wieder stark auf der Käuferseite positioniert waren. Und jetzt wieder im Zuge der Aufwärtsbewegung haben sie so langsam wieder die Verkäufe dominieren lassen. Und wir sind jetzt auf einem Niveau, das fast unter diese rote Linie notiert. Das heißt, momentan ist es eher so, dass die Verkäufe von Insidern die Oberhand gewinnen. Wir werden uns gleich auch dieses Buy-Sell-Ratio anhand von unterschiedlichen Sektoren anschauen. Aber bevor ich das mache, möchte ich noch auf eine andere Ressource zurückgreifen. Sentiment-Trader ist jetzt zum Beispiel nicht kostenlos so sichtbar, aber es gibt die Seite von Dataroma, die ich auch schon in vorherigen Videos mal erwähnt habe. Dataroma ist so eine Art Datenbank, in der man sehen kann, was die großen Fondsmanager für Transaktionen tätigen. Und es gibt aber auch eine andere Ressource auf dieser Seite und das sind die Insider-Transaktionen. Ja? Also ich habe hier zum Beispiel ein Bild genommen über 3 Monate. Und vielleicht können Sie es hier erkennen, es gibt eine kleine Tabelle hier an dieser Stelle, die zeigt, wie viele Transaktionen getätigt worden sind in den letzten 3 Monaten. Und es gab in den letzten 3 Monaten 1.535 Kauftransaktionen und 15.261 Verkaufstransaktionen, also fast ein Faktor genau von 1 zu 10. Das Volumen der Käufe betrug so rund 4,4 Milliarden US-Dollar und das Volumen der Verkäufe betrug 65,7 Milliarden Dollar. Ja, also da auch ein enormer Unterschied zwischen den Käufen und den Verkäufen. Und wenn man sich das im Detail anschauen kann, gibt es hier die komplette Protokollierung von den Käufen und Verkäufen der Vorstandsmitglieder oder der großen Anteilsinhaber. Da müssen wir noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also es gibt gewisse Nuancen, was die Transaktion betrifft. Manchmal ist es so, dass auch Vorstandsmitglieder zum Beispiel ihre Option ausüben und Kasse machen und so weiter und so fort. Aber ansonsten, dieses Bild ist schon, glaube ich, relativ vielsagend, was die Stimmung momentan betrifft im Rahmen der Insider-Transaktion.
So, ich gehe nochmal zurück auf Sentiment-Trader. Man hat auch hier die Möglichkeit, über gewisse Sektoren das Verhalten der Insider sich anzuschauen. Also der XLW zum Beispiel, das ist ein Sektor der sogenannten Materials, also Chemieunternehmen, Materialienunternehmen und so weiter. Und auch da sieht man, wie schön das Timing von den Insidern war im März 2020, bevor es eine schöne Aufwärtsbewegung gab. Und jetzt haben wir wieder eine fallende blaue Linie, die zwar noch nicht im roten Bereich ist, aber man sieht, dass die Verkäufe momentan dominieren im Vergleich zu den Käufen. Das heißt, diese Aufwärtsbewegung könnte eventuell vielleicht gefährdet werden. XLE, das ist der Energiesektor. Ein interessantes Bild in dem Sinne, dass die Insider schon seit 2021, seit April 2021 eher auf der Verkäuferseite positioniert sind und da definitiv gegen den Trend agiert haben. Also das ist jetzt nicht unbedingt so aussagekräftig genug. Trotzdem ist die Botschaft hier, auch die Vorstandsmitglieder von Energieunternehmen sind hier momentan auf der Verkäuferseite. Vielleicht ein Vorbote, eine Trendwende. XLF, das ist der Finanzsektor. Sie können sich wahrscheinlich hier erinnern. Hier, man sieht es vielleicht hier ein bisschen. Ich mache die Skala ein bisschen kleiner da. Es gab ja im März 2023 eine Mini-Bankkrise sozusagen und es gab eine ordentliche Korrektur im Finanzsektor. Auch da haben die Insider eher die Chance benutzt, um sich mit Käufe von eigenen Aktien einzudecken. Und seitdem, also seit dieser Aufwärtsbewegung, die jetzt im Oktober 2023 begonnen hat, gibt es eher so einen Abbau von diesen Käufe sozusagen und die Verkäufe dominieren so langsam das Geschehen im Finanzsektor. XLI, das ist die Industrieaktien, da geht es um Luftfahrt zum Beispiel oder auch so Caterpillar oder auch Transportunternehmen wie UPS. Auch da sind wir eher auf einem niedrigen Niveau wieder gelangt. Mal ein bisschen schneller. XLK, das ist der Technologiesektor, auch da fallende blaue Linie, so langsam gewinnen die Verkäufe die Oberhand. XLP, das ist der defensive Sektor, der ist immer noch schön im grünen Bereich, aber auch da sieht man, dass die blaue Linie am Fallen ist. XLU, die Versorger, die sehr gut gelaufen sind in den letzten Monaten. Man sieht sehr schön den Aufwärtstrend hier. Auch die Insider waren da richtig positioniert, bevor die Aufwärtsbewegung begann. Also das sieht man schon, dass es interessant sein kann, sich solche Charts anzuschauen. Aber jetzt auch seit einigen Wochen ist es so, dass dass das Verhältnis Käufe zu Verkäufe momentan zulasten der Käufe verläuft. XLV, das ist der Gesundheitssektor. Ähnliches Bild wie bei den Versorgern. Sehr, sehr stark positioniert vor einigen Monaten, jetzt deutlich fallend. XLY, das sind die zyklischen Werte, auch die Luxuswerte zum Beispiel. Auch da sind wir jetzt sehr, sehr tief unter der roten Linie. Also da ist aus meiner Sicht tatsächlich Vorsicht geboten, obwohl es eine Weile dauern kann, ne, bis dann die Korrektur da eintritt. Man sieht hier auch, Anfang 2021 waren die Insider auch eher so auf der Verkäuferseite positioniert. Aber es hat eine Weile gedauert, bis dann eine Korrektur begann. Und dann haben die Insider angefangen, wieder Käufe zu tätigen. Also da muss man schon diese Indikatoren oder dieses Bild noch mit anderen Indikatoren kombinieren, um dann den richtigen Zeitpunkt zu finden, wenn man überhaupt eine Chance hat, den Zeitpunkt zu erwischen. Ne? So, und dann komme ich noch auf einen letzten Chart, der ist ein bisschen komplexer, aber auch interessant. Das ist die sogenannte Corporate Insider Velocity. Und hier ist es so, dass diese blaue Linie die Geschwindigkeit der Käufe im Vergleich zu der Geschwindigkeit der Verkäufe über 4 Wochen misst. Also die Mathematik dahinter ist ein bisschen komplex, aber grundsätzlich ist die Botschaft so, dass wenn diese blaue Linie niedrig notiert, typischerweise hier unter diese rote Linie, dann verkaufen momentan die Insider ihre Aktien relativ schnell im Vergleich zu den Käufen, die gegebenenfalls getätigt werden. Ja, es geht auch hier nicht nur um die Menge, sondern es geht auch um die Schnelligkeit pro Zeiteinheit sozusagen, mit der die Verkäufe und die Käufe getätigt werden. Und auch da haben wir eher ein negatives Bild. So, was kann man aus diesen ganzen Charts ableiten? Es sind Warnsignale. So, das bedeutet aber jetzt nicht, dass wir gleich eine massive Korrektur erleben müssen. Wir haben in den letzten Monaten mehrmals Warnsignale gesehen an verschiedenen Fronten, in verschiedenen Indikatorenkategorien, Momentum, Marktbreite, Volatilität und so weiter. Ab und zu kommt es auch zu einer vorübergehenden Korrektur, aber es ist noch nicht so, dass wir einen massiven Abverkauf an den Märkten erlebt haben. Und trotzdem muss man sich diese Bilder anschauen. Man muss dann gewarnt sein und eventuell auf der Hut und relativ
ich sage mal so, aufmerksam sein, um schnell zu reagieren bei Bedarf, zum Beispiel indem man Hedging-Positionen aufbaut oder zum Beispiel seine bullische Position im Portfolio reduziert. So, ich hoffe, das Video war für Sie erfolgreich. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Möchten Sie keine Videos mehr verpassen, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal und klicken Sie dann auf die schwarze Glocke, um benachrichtigt zu werden, wenn neue Videos online gehen. Möchten Sie wie ein Profi traden, dann entdecken Sie Planet Options, mein Service, in dem ich Optionen mit Echtgeld handle, oder nutzen Sie meine Videokurse, alles rund um das Thema Optionshandel oder Strategiediversifikation. Verwenden Sie gerne hochkarätige Indikatoren, um Ihr Trading auf eine neue Ebene zu heben, oder werden Sie einfach Mitglied der Tradehelden Akademie. Alle Informationen finden Sie unter www.erikludwig.de.